Hallo und willkommen zurück zu Maschinski oder Maschinki oder wie auch immer man das jetzt wirklich ausspricht. Maschinski auf jeden Fall nicht. Diesmal habe ich es selber versucht und direkt falsch gesagt. Das ist der Grund, warum ich meinen persönlichen Assistenten immer hatte. Also nochmal Maschinki. Ja, wir haben mittlerweile ja schon alles angeschlossen, aber wir brauchen, denke ich, mehr von allem. Dementsprechend sollten wir mal schauen, ob wir nicht unsere Zuglinie vielleicht vergrößern können. Oder vielleicht auch Post mitnehmen. Wir hätten hier unten die Post in Gelsenkirchen, die natürlich sowas von nicht innerhalb des Bahnhofs ist, oder? Ja, wir könnten theoretisch den Bahnsteig erweitern, dass wir dahin kommen, oder? Wie weit müssten wir denn da? Ja, ist wahrscheinlich zu weit. Lassen wir das erstmal und schauen, ob da unten nicht irgendwas ist, wo wir hinfahren können. Hier wäre Osnabrück. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen klein. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Oben Bottrop. Essen. Auch ziemlich klein. Und da kommen wir nicht wirklich weiter. Ja, Regensburg wäre eigentlich im Prinzip das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das könnte man mal als Bahnhof ansehen. Jedenfalls sollte man mal diese Kohlemine erweitern, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Nämlich das Haus. Kohlemine. Ja, die haben wir schon komplett ver... Hä? Okay. Was genau ist die Kohlemine? Kohlemine. Ha. Machen wir mal hier ein Kohlelager dran. Kostet zwar... Da. Dürfen wir. Okay. Belohnung. Okay. Okay. Irgendwas. Okay. Passt. Ja. Dann kriegen wir nämlich hier mehr Kohle. Ich habe nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass da langsam die Kohle ausgeht. Hier könnte man noch machen aus Brettern mehr Kohle, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Zumindest gerade noch nicht. Okay. Wenn wir sagen würden, wir wollen nach Regensburg, wie kämen wir denn hier am sinnvollsten rüber? Also, hier ist es schon mal total bescheuert. Na, hier sammelt sich Post, weil ich natürlich dieses Bahnhofs gibt, die Verbesserung total bescheuert hingesetzt habe. So dass es hier mit zweispurig schlecht geht. Ja, wir könnten vielleicht hier, das ist so in der Mitte und dann hier rüber. Dann könnte man doch noch an Neuss vorbeifahren. Und dann tatsächlich noch nach Regensburg. Aber irgendwie gefällt es mir nicht. Weil gefühlt, wenn wir Neuss anschließen, haben wir irgendwie viel zu wenig Leute. Wobei, gleichzeitig gibt es, wenn ich das richtig verstehe, für 7 Leute 10 Geld. Was nicht schlecht ist. Hier ist es für 31 Leute 42 Geld. Moment. Okay, also hier bringt es mehr, die Leute anzuliefern, als hier, wenn ich das richtig sehe. Woran liegt das denn jetzt? Wisst ihr was, wir schauen jetzt mal hier bei Darmstadt und warten darauf, dass hier diese 15 Einwohner noch angeliefert werden. Was jetzt eigentlich gleich passieren sollte. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Weil da müssten ja theoretisch neue Leute kommen. Jetzt was passiert? Habt ihr was gesehen? Oder hat sich das einfach ein bisschen erhöht? Bin mir jetzt nicht sicher. Bin mir echt nicht sicher. Egal. Schauen wir mal lieber, wie das jetzt eigentlich aussieht hier mit unserer Gießerei. Irgendwie hat die nämlich noch keinen
Moment, doch. Die hat... Oh, Moment. Die produziert Stahl, richtig. Und den Stahl müssen wir jetzt auch noch wieder in so ein... hierhin liefern. In eine Werkzeugfabrik, richtig? Ja, hahaha. Das ist ja blöd. Zug 8 findet keinen Weg. Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Müsste aber eigentlich passen. So, das heißt, wir müssen das Ganze ja noch wegliefern. Hahaha. Ja, dann sollte man damit mal anfangen. Und wir werden das auch hierhin liefern. Aus dem einfachen Grund, dass das für die Updates wahrscheinlich besser ist. Okay, das heißt, wir werden hier die Station erweitern. Beziehungsweise, ne, machen wir jetzt erstmal gar nicht. Wir verbinden einfach dieses Gleis. Hier werden wir aber, noch hier bauen wir eine neue Station. Kommen wir hier auch rein? Sehr gut. Dann können wir nämlich das für alle verwenden. So, und jetzt können wir uns auch mal anschauen, was wir hier noch so haben. Wir können nämlich auch Tunnel bauen. Das würde dann so aussehen. Wir können definieren, wo wir rein wollen und wo wir raus wollen. Mit anderen Worten, man kann Tunnel auch nach oben bauen. Oder auch logischerweise einfach geradeaus. Eventuell machen wir das. Schauen wir mal. Also, wir wollen hier auf jeden Fall los und da irgendwie rüber. Schauen wir mal. Bisschen gedreht. Und wir wollen dieses Gleis vermutlich verwenden. Dann bauen wir einfach erstmal geradeaus. Und jetzt sind wir faul und wir bauen einen Tunnel einfach hier durch. So, genau, schon Steintunnel. Weißt du nicht, warum man beim Tunnel eine Höchstgeschwindigkeit gibt, aber okay. Jetzt wären wir da. Okay, das heißt, auch hier bauen wir noch einen Tunnel. Macht zwar überhaupt keinen Sinn eigentlich. Wahrscheinlich ist es viel sinnvoller, das Gebiet zu plätten. Aber wir machen es jetzt trotzdem. Nein! Was ist das denn jetzt? Das ist ja total bescheuert. Wenn wir da nicht rüberkommen. Dann kommen wir denn nicht durch. Okay, dann reißen wir den wieder ab. Und machen lieber hier platt. So. Ich glaube, jetzt müsste es passen. Das sieht doch gut aus. Haben wir natürlich noch ein paar Signale und überhaupt und sowieso. Also erstmal eins hier und eins da. Und dann noch da vermutlich. Jetzt gerade erstmal ein für eine Lok können wir dann noch irgendwie schauen, dass wir mehr nehmen. Was wir auf jeden Fall mal, na, wir können mal hier die Produktionsstätte-Ding auch daneben bauen. Ich weiß zwar nicht, ob wir dann das wirklich ausnutzen, aber dann haben wir es mal. Und ich würde sagen, wir nehmen hier direkt die Russian. Oder? Ja, nehmen wir die Russian. So, und zwar mit Wägen für Stahl. Moment mal, hier Einkommen 25%. Wir brauchen einen Dining Car. Ja. 1, 2, 3, 4... Ich hoffe, dass 5 dran passen. Warten wir noch mal kurz, bis wir Geld kriegen. Die Post wäre schon echt nicht schlecht, aber die ist halt echt total bescheuert gelegen. Aber wir hatten das Bahnhofshäuschen da eigentlich hingestellt. Moment mal, das ist gar kein Bahnhofshäuschen. Die haben da ein Haus hingestellt. Grrr.
So. Ja, im Prinzip, wenn alles klappt, kann man auf Starten drücken. Finden wir mal raus, ob er wieder schlau genug ist, zu wissen, wo er selber hin muss. Da. Und in dem Fall kann er nicht wirklich viel machen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, wunderbar. Jetzt müssen wir noch schauen, ob die Lok auch nicht zu lang ist. Sieht aber gut aus. Ich glaube, da könnte man noch ordentlich mehr anhängen. Das ist auch sowas, was ich ungern mag, wenn ich nicht weiß, wie lang ist dieser Zug. Da gehen noch... Ich würde sagen, 4 weitere Wägen dran. Dann lad dich mal voll. Beziehungsweise... Schicken wir mal zum Lokschuppen und dann hängen wir noch 4 dran. So, zumindest würde ich gern dranhängen. Leihen wir uns noch mal ein bisschen was. Das waren jetzt nur 3, oder? So, und jetzt starten wir den wieder. Und findet Zug 8 schon wieder keinen Weg. Weil du am falschen Gleis stehst. Okay, müssen wir wohl die Strecke doch mal genauer definieren. Und zwar, du holst von diesem Bahnhof, fährst dann hier hin und zurück und hier lädst du voll, genau. Und dann passiert das auch nicht mehr. Und unser Stahlzug ist natürlich auch im falschen. Binden. Dann sollte man dem auch besser eine Strecke geben. Und zwar hierhin, dahin, vollladen und dann... Ja, du hast eh keine Wahl, dahin. Na? Hä? Was ist mit dir los? Du kommst jetzt da nicht raus, oder was? Machen wir das mal so. Ich weiß nicht genau, was mit dem jetzt los ist. Also das würde ich jetzt mal nennen Early Access. Entfernen wir das mal schnell. Dass er einfach nur zum Bahnhof fahren soll. Aber auch das rallt er nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt. Vermutlich müssen wir ihn ganz rausfahren lassen. Wenden! Wenden, danke. So, und jetzt das hier erst. Genau, und starten. Und was ist jetzt los? Ne, du sollst nicht vollladen, mit Vollladen anfangen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Komm, fahr erstmal zum Bahnhof. Genau. Welcher ist denn jetzt der hier? Genau. Aber warum fährst du jetzt da lang? Okay, jetzt ist er zu lang. Einer zu viel.
starten. Schauen wir mal. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Wenden, du fährst falsch. Erzähl mir nicht, dass es da einen Weg gibt. Wenden. Okay, das Ganze ist etwas komplizierter, als ich mir vorgestellt habe. Das sieht fast richtig aus. Ja! Ja! Nein, du sollst nicht jetzt voll laden. Okay, das funktioniert echt noch gar nicht. Jetzt fährt der da nach unten in dem Tunnel, sehe ich das richtig? Lädst du jetzt auch aus? Nö. Wende mal. Wende mal. Ach, das machst du gar nicht, oder? Ah, okay, cool. Okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Also, das soll 3 sein. Ha, so, jetzt haben wir ihn ausgetrickst. Weil jetzt war er vollgeladen. Ich glaube, jetzt haben wir es hingekriegt. Komm, ein bisschen was zurückzahlen, weil wir haben ordentlich ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Wo sehen wir das denn gerade? Darlehen, hier. Oh, geht. Hey, wir kriegen Gold. Beziehungsweise Stahl. Tokens. Unglaublich. Können wir mal schauen. Da gibt es doch so eine Verbesserung für alles, gibt alles. Was wahrscheinlich die beste ist. 150 Stahl kostet die. Na, jetzt kriegen wir erstmal hier 200 dazu. Es wäre lukrativ, die Versorgung mit Eisenbahn einzusteigen. Ja, klar, los geht's. Was sollen wir denn machen? Eiseneinheiten, beliebige Werkstatt. Das sind wir dabei, das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Dass der Bahnhof zu kurz ist, ist aber ein Problem. Jetzt ist der Bahnhof zu kurz. Jetzt ist er nicht mehr zu kurz. Okay, das läuft, das gibt Geld. Das ist schön. Jetzt machen wir mal nicht mehr ganz so schnell. Schauen wir mal, dass wir hier das komplette Darlehen vielleicht in der nächsten Zeit zurückzahlen. Bilanz sieht gut aus. Am meisten verdienen wir Gold, beziehungsweise Geld. Kohle könnte man mehr verdienen. Okay. Wird aber auch dran liegen, dass hier ich schon wieder die Kohlemine nicht erwisch. Ja, wir könnten einen zweiten Minenschacht machen, dann kriegen wir mehr Kohle. Das machen wir jetzt wirklich mal. Kriegen wir nämlich jetzt 4 Kohle hier. Wieso hast du jetzt Personen geladen? Ach, weil du im Personenzug bist. Haha. Da war was. Da war was. So ein Zufall, oder? Personen wegen die Personen transportieren. Gut, wie sieht das aus? Jetzt sollte da deutlich mehr Kohle geliefert werden. Und dann sollte das sich hier auch ausgehen. Wunderbar. Und dann können wir hier noch schauen. Da haben wir noch mehr Kohleumwandlung. Lohnt sich das? Gerade haben wir 4 Kohle in 1. Und das wäre 6 Kohle in 5. Hallo, aber sowas von. Das macht richtig mehr.
Okay. Zug 13 findet schon wieder keinen Weg. Ja, was macht denn der auch schon wieder? Was macht der denn schon wieder? Wieso will der da lang? Du bist ein doofer Zug. Du bist ein sehr doofer Zug. Ja, Moment mal. 5 ist da. Wieso ist 5 da? Jetzt ist 5 da. Das ist besser. Jetzt gibt es da nämlich keine Diskussionen. Hoffentlich. Okay, das Ding macht mich echt noch fertig. Ich weiß nicht, wo der hinfahren will. Okay, also offensichtlich ist es in diesem Spiel nicht toll, wenn man mehrere Optionen hat, wo man hinfahren kann. Finde ich ein bisschen schade, aber okay, dann machen wir das anders. Und löschen dich, dass der da überhaupt nicht überlegt hinzuwollen. Und bauen hier lieber eine neue Station. Für den hier. So, dann sollte das Ganze nämlich wieder funktionieren. Wenn du jetzt immer noch abbiegst, dann haue ich dich aber ordentlich. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt müssen wir nur dabei beim Zug 8 gucken, dass da noch alles passt. Gerade nämlich offensichtlich nicht. Strecke 4 müssen wir nämlich jetzt entfernen. Und dafür hinzufügen hier. So. Okay, das sieht jetzt wieder richtiger aus. Wunderbar. Es läuft wieder. Also da gibt es doch noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Aber okay. Mein Spiel behauptet in keinster Weise fertig zu sein. Ich denke, da ist das noch okay. Bauen wir mal noch ein Kohlelager. Verbinde zwei Städte mit Ding. Verbinde Osnabrück mit Mannheim. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Das Ganze läuft hier. Gut, das werden wir bald haben. Ja, irgendwann wird die Stadt ja wachsen. Können wir das schon mal machen. Also hierhin und da fahren wir auch hier vorbei. Können wir nämlich eventuell noch irgendwann mal nach Saarbrücken weiterfahren. Und da werde ich jetzt nicht lang rum überlegen, wie wir die Strecke bauen. Genügend Platz, bitte was? Wahrscheinlich daneben gezielt. Besser. Da werden wir einfach irgendwie sowas bauen. Ups. Und dann bauen wir da noch ein Depot. Und was fügen wir denn da ein? Da brauchen wir eigentlich nicht so viel.
Oh, das hat seine Kapazität erreicht. Das heißt, wir müssen unbedingt schauen, dass wir mehr Kohle anliefern. Aber da haben wir jetzt eh, glaube ich, gemacht, dass wir jetzt mehr Kohle haben. Von daher passt das. Hier, zurück zu dem. Wir holen uns mal die hier mit Personenwägen. Einem davon und. Okay, wir können jetzt hier den Dingwagen nicht bauen. Den können wir jetzt erst bauen. Und können uns jetzt hier noch das Dining Car. Nein, wir haben nicht genügend. Verdammt, wir haben nicht genügend Holz. Wie viel kriegen wir für 3? Das heißt, wir kriegen 10 dazu. Das wird nicht ausreichen. Dann lassen wir das erstmal so. Und starten den einfach mal. Können wir mit der Zeit irgendwann noch immer noch dranhängen. 25 ist zwar nicht ganz wenig, aber hier warten auch nicht so viele. Von daher ist das, glaube ich, okay. Weil wir müssten eh verlängern, wenn wir das Ganze... Ja, passt. Eisen, Belohnung 200, wunderbar. Vielen Dank. Die neue Lokomotive sollen wir immer noch holen. Oh, die Holzverarbeitung muss natürlich in einem Jahr. Das heißt, wir müssten mehr Holz liefern. Das denn hier aus bei der Gießerei? Mittlerweile eigentlich ganz gut. Aber wahrscheinlich. Das sind eigentlich beides gute Erweiterungen. Wo wir die Chancen haben, dass dann etwas mehr Kohle verbraucht wird. Mittlerweile wartet auch fast genügend Kohle. Ja, es hat sogar gereicht. Cool. So, ja, die Strecke ist verbunden. Ich vermute mal, sobald die jetzt hier auch noch angekommen ist, kriegen wir da was. Nicht? Haben wir doch jetzt. Auftrag verbinde. Ja, Hammer. Weiß ich jetzt nicht, was das Problem ist. Ja, wie sieht's hier eigentlich aus? Wir haben noch 5 Jahre. Ja, das kriegen wir hin. Ja, ansonsten war's das mal wieder für diese Folge. Wir sind doch vorangekommen, kriegen jetzt mittlerweile auch Stahl, nachdem ich's gerallt habe, was ich machen muss. Und das wird jetzt eins der nächsten Upgrades sein, auf das ich mich schon freue, weil das sollte nicht schlecht sein. 3 zu 2, 5 zu 4 ist auch nicht verkehrt. Gibt auch noch ein bisschen mehr Stahl, aber okay. Jetzt, das passt uns noch schnell. So, und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!